So, wir machen gleich weiter. Oh, Moment, ich muss noch einen Superschutz einsetzen. Damit mir nicht zu viele wilde Pokémon in den Weg, über den Weg laufen. Nicht in den Weg, sondern über den Weg. Genau. Okay, hier ist ein Ausgang. Was ist denn hier Schönes? Ein Häuschen, das kann man nie. Ah, Moment. Hier kann man kaufen. Hier kann man Pokerpuppen, Tafel, Wasser, Sprudel, Limonade und Schutz kaufen. Kaufen wir uns einfach mal eine Pokerpuppe. Ja, das reicht doch auch schon. Und was will dieser Typ uns sagen? Nichts Wichtiges. Und dort links könnt ihr, glaube ich, sofern ich mich nicht täusche. Moment. Ha! Wusste ich doch, dass hier etwas ist. Ja, ja, hau ab, Gyarados. Okay, es freut sich. Wie auch immer. Ja, dort. Links könnt ihr, glaube ich, Lapras fangen. Und zwar Freitagabend. Moment, Moment. Moment. Hier ist ja noch eine Leiter. Die wollen wir auch sehen, wie wir durch die Leiter kommen. Und wie wir dort zu Lapras Gewässer kommen. Wollen wir auch sehen. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Ist ja auch egal. Ah, so, jetzt sind wir hier. Und hier könnt ihr, glaube ich, Lapras fangen. Ja, wie gesagt, wenn ich mich irre, sagt es mir. Ich weiß jetzt auch nicht alles hundertprozentig auswendig, aber. Und hier ist ja noch eine Höhle. Und ich glaube, die führt gleich wieder zum Ausgang. Ja. Okay, naja, egal. Hauptsache, wir haben den ganzen Mondberg erkundigt. Und hier ist ein Abhang und hier ist eine Göre. Oder was auch immer, das ist ein Picknick. Und die werden wir gleich mal besiegen. So. Mach dich auf einen harten Kampf bereit, du Picknickerin mit deinem Party, oh wie süß. Party Nahkampf und es sollte besiegt sein. Puh. So. Oh, hier ist doch etwas. Moment. Haha, Hyperball, hab ich es doch gewusst. So, und hier, das ist ein Vogelfänger, oder? Ja, wahrscheinlich ist das ein Vogelfänger, denn ich sehe schon, wie Spatzen um sein Köpfchen fliegen. Und da ist ein Taubsi und... Wirkt das richtig? Level 13? Ein Taubsi Level 13? Verdammt, was soll das? Ah, und ein Taubos. Naja, dafür ist dieses Taubos Level 60 oder 80. 44. Okay. Ich dachte, jetzt ist er auf einem extrem hohen Level, aber 44 und 13 und zwei Pokémon und ein Vogelfänger und wir sind schon in Kanto. Okay. Verstehe ich. Not. So, egal. Wir besiegen auch diese Picknickerin, denn sie schaut uns ganz, ganz böse an. Schaut sie euch an. Sie hat zwei Pokémon. Ein Wiesenoir. Ich weiß nicht, ein Wiesenior. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und dies Wiesenior setzt Spotlight ein. Spotlight. Ja, Spotlight. Wir verspotten es. Los, wir verspotten alle diese Wiesenior, denn es setzt Spot mich aus Light an. Und es war hin. Oder so auch immer. Oder wie auch immer. Galoppa. Galoppa besiegen wir mit Draco. Wirklich Draco. Galoppa. Erstmal in Angriff schwächen und mit Kaskade dann voll in die Fresse rein.
Okay, nicht in die Fresse, aber in die Hüfte oder in den Bauch oder in den Rücken oder wie auch immer, wie man es nimmt. So, holen wir uns aktiv Seite, was ist dein Cup? KP plus. So. Gibt's hier noch etwas Interessantes? Nein. Schade. Moment, ich schaue mir nur kurz die Karte an, ob ich noch irgendetwas vergessen habe. Nein, nicht den Lugia, sondern ich wollte den Lugia fliegen einsetzen. Okay, hier habe ich oben alles gemacht. Hier entlang bin ich auch durch den Felstunnel, dann nach Lavaga City. Den Weg habe ich auch genommen. Den auch hier. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich hier alles erledigt. Oder? Oder? Ja, ich glaube, das war's. So. Ich glaube, ich fange mir mal ein Zubat. Und ihr könnt dabei zuschauen. Denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und im Mondberg hat es ganz bestimmt ein Zubat. Aber jetzt muss ich erstmal hier zurückfliegen. Nein, kein Zubat. Ich fange mir doch hier kein Zubat, sondern ich schau mal, wo es Goldbats gibt. Pokédex. Habt ihr den schon überhaupt schon gesehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schau ich mal, wo es Zubat gibt. Nein, das wollen wir nicht wissen. Ach, was ich euch noch zeigen muss, ja. Ja. Obwohl, das werde ich euch auch ein anderes Mal zeigen, oder? Okay, nochmal Pokédex. Ah, tut mir leid. Ihr seht, unvorbereitet. Nicht gut. So, schauen wir nach Kanto, wo es Zubat gibt. Stimmt, in der Siegesstraße. So, dann fliegen wir doch gleich mal hin. So, von hier aus, ihr werdet es wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ist ja nicht so tragisch. So, vielleicht seht ihr es doch. Tauschen, Ampharos. Du bist Zubat, komm her, Goldbot. Nein, Onyx. Nichts gut. Ja, haha, ich könnte hier auch den Part beenden, aber... Ja, ihr könnt hier schon beenden, wenn ihr wollt. Ich werde mir nur hier noch ein Zubat suchen und... Ein bisschen dumme Kommentare liefern, zum Beispiel, oh, dieses Ursaring hat ein O auf dem Bauch, obwohl es Ursaring heißt, oder so. Da, ein Goldbat, Level 32. Das fangen wir uns doch gleich mal, wenn es uns gelingt. Und zwar machen wir eine Donnerwelle ein. Und zum Glück habe ich jetzt Lugia dabei, denn jetzt kann ich es mit Lugia etwas schwächen. Windschnitt. So. Pokémon Lugia. Hoffentlich stirbt es nicht nach einem Attack von mir. Stärke. So, die kommt auch etwas schneller. Nochmal Stärke. Damit ich es halt noch in dieser Folge zeigen kann. Bälle, Hyperball. Oh, nur noch 8 Bälle. Okay. Das geht viel schneller als die legendären Pokémon. Wieso gehen die legendären Pokémon nicht auch so einfach? Dann hätte ich viel weniger Probleme und müsste nicht so viel schneiden und bla 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 und blibli. So, das Zubat zeige ich euch auch natürlich nochmal.
Bogen bewegen, 2, Zuband nehmen, bewegen und am Kreuz. So. Hier seht ihr mein neuestes Pokémon, ein Zubat. Wer hat dann hat es? Biss, Flügelschlag, Konfusstrahl, Windschnitt. Okay, ich weiß nicht, ob es Horrorblick schon erlernt hat und wieder verlernt oder ob es das noch lernen wird. Auf jeden Fall werde ich jetzt das Golbat, gesagt, ganze Zeit Zubat, das Golbat trainieren und ihr seht dann das trainierte Zubat mit Horrorblick und so. Also bis dann Leute, man sieht sich in der nächsten Folge, wenn wir Entei, Raikou oder Latias und Latios haben oder so, keine Ahnung, ihr werdet es dann ja sehen. Also bis dann.